Es ist alles ruhig. Man sieht kaum noch Züge. Man sieht keine Menschen, die zu den Zügen rennen. Die Firmen sind leise, obwohl man sie jeden Tag gehört hat. Und auch im Park sind keine spielenden Kinder zu sehen. Oder allzu viele Leute, die ebenfalls mit ihrem Hund rausgehen. Und hier wohne ich, Sophie, 20 Jahre, mit meiner Familie, auf mehrere Etagen verteilt. Mein Onkel wohnt mit seiner Frau und seinem neugeborenen Sohn auf der ersten Etage. Ich mit meiner Mutter auf der dritten und meine Oma auf der vierten. Klar, habe ich Angst vor Corona. Ich bin ein Risikopatient, Bluthochdruck, Asthma. Arbeiten muss ich leider Gottes auch. Und aufgrund meines Jobs muss ich besonders auf Hygiene achten. Und von wegen Hände waschen immer regelmäßig. Und so wie genau desinfizieren, Handschuhe tragen und Mundschutz. Ich habe große Angst um ihn, um meinen Mann, weil er ja auch arbeiten geht. Bei mir ist das ja nicht so schlimm, weil ich bin ja nicht gefährdet so weit. Durch die Quarantäne können wir auch nicht so leicht einkaufen, da wir auch nicht raus dürfen. Und wir brauchen ja für den kleinen Mann Pampers, Nahrung und auch Feuchtigkeitstücher und Trockentücher, um ihn sauber zu machen. Da ist ja schwer, was zu kriegen. Ja, zum Glück hilft uns die Familie durch die ganzen Hamsterkäufe. Ist das eben nur ein Teil pro Artikel für jeden Haushalt. Ne? Ja. Ich habe Angst vor Corona, da ich chronisch krank bin. Ich habe Bluthochdruck, Schilddrüsenerkrankungen, dann habe ich Asthma und schütze mich mit Desinfektion, Händewaschen. Und da ich beruflich in der Pflege arbeite, also im Altersheim, ambulanten Pflegedienst, Krankenhäusern eingesetzt werde, ist der Schutz ganz besonders wichtig, erstens für meine Patienten und für mich. Da ich die auch nicht anstecke, da trage ich Mundschutz, Handschuhe und Schutzkleidung. Ja, und in der Quarantäne tue ich, ja, meine Wohnung renoviert und tue meine Schränke aufräumen. Hallo. Ja, ich habe Angst vor Corona, weil ich chronisch krank bin und das Alter habe. Deshalb wasche ich mir meine Hände öfters und desinfiziere meine Hände. Seitdem ich nicht mehr rausgehe, fehlt mir meine Gymnastik, meine Betreuerin, die mit mir einkaufen geht. Aber meine Familie hilft mir.